In diesem Video nähen wir einen Babybody aus Jerseystoff. Hallöchen zurück im Makerist Nähcafé. Ich bin Bettina und ich bin hier für Makerist, um mit euch zusammen zu nähen. Und heute habe ich ein sehr schönes, niedliches, schnelles Nähprojekt mitgebracht, und zwar einen Babybody. So sieht der Kollege aus und der kommt von Nealina. Das ist ein super schöner Schnitt. Wir haben hier einen amerikanischen Ausschnitt obendran. Zeige ich euch ganz ausführlich, wie der gemacht wird. Der hat den großen Vorteil, dass man eben den Halsausschnitt so ein bisschen weiter öffnen kann, um es den Kleinen dann über den Kopf zu ziehen, damit es nicht so zieht, weil der eben hier, ja, so, ich nenne es mal witzig, eingesetzt ist. Also ihr seht hier, wie die Stücke sich überlappen. Ich zeige es euch im Video im Detail. Dann erkennt ihr, wie das ganze Konzept funktioniert. Finde ich super praktisch, weil ihr euch so hier oben irgendwelche Knöpfe oder Reißverschlüsse oder Verschlüsse spart. Dann haben wir unten den ganz normalen Verschluss mit Druckknöpfen. Das geht einmal dann so schön über den Bobbes drüber und dann kann man hier zumachen. Und dann haben wir verschiedene Ärmelvarianten. Ich habe jetzt hier die langen Ärmel gewählt mit kleinen Ärmelbündchen. Ihr könntet genauso gut aber auch ohne Bündchen und dafür mit Saum arbeiten. Und ihr könntet genauso gut auch kurze Ärmel einnähen. Der Babybody hat auch einen Namen, der heißt Lou und kommt von Makerist Designerin Nealina. Und da könnt ihr auch unbedingt einen Blick drauf werfen, denn bei ihr gibt es noch mehr süße Kinderprojekte und auch ein bisschen was für Hunde, habe ich gesehen. Ich glaube, ein Halsband war dabei oder sowas. Es gibt auch Plotter-Files bei ihr, also auch wenn ihr Plotter-Freunde seid, schaut da unbedingt mal rein, klickt euch da mal durch und entdeckt eben den hier und weitere Schnitte von Nealina. Ein kleines Goodie für euch gibt es natürlich auch noch dazu, denn Nealina bietet euch den Schnitt für Baby Body Lou ab heute, Postingtag des Videos, für 10 Tage für 2 Euro. Also wieder ein sehr schöner Schnapper und da lohnt es sich zuzuschlagen und das Ding zu nähen. Ich habe mich ja ehrlich gesagt unter anderem für diesen Schnitt entschieden, weil ich unbedingt mal mit einem Panelstoff arbeiten wollte. Das habe ich noch nicht so oft gemacht. Und der hier ist richtig süß. Der kommt aus der Kollektion Petit Citron. Und das ist auch so eine ganz süße Musterkollektion, wo eben sehr viele Stoffe mit verschiedenen Mustern und viele Panels dabei sind, die dann auch ganz toll zusammenpassen. Wieder eine Stoffreihe, was ich ja besonders schön finde, weil dann die Farben wunderbar abgepasst werden können. Also das hier ist jetzt das Panel Explore aus der Reihe Petit Citron. Und wir haben hier vorne halt diesen süßen kleinen Print mit dem Bus und den Koffern. Und dann wiederholt sich das alles eben auf dem zweiten Teil des Panels. Ein ganz, ganz süßes Ding. Bündchenstoff passt auch dazu, wobei da findet ihr verschiedene passende. Und den gibt es natürlich bei uns, hoppla, bei uns auf makerist.de. Den habe ich für euch unter dem Video verlinkt, so wie alles andere auch. Nealina und natürlich das Schnittmuster. Und neben dem Panel findet ihr noch viele weitere super niedliche Panels. Und ich habe euch jetzt hier in diesem Video den Zuschnitt des Panels erspart. Ich habe mir da aber so ein paar Tricks überlegt, wie ich das am besten mache und wie das am besten passt. Also wenn ihr da Hilfe braucht, dann lasst mich das unten in den Kommentaren wissen. Dann können wir da nochmal ins Detail gehen, weil ich habe noch ein schönes Panel hier rumliegen. Wenn ihr nicht so die Panels mögt, sondern lieber mit gemusterten oder Uni-Stoffen arbeitet, dann findet ihr auch die bei uns auf makerist.de. Natürlich für euch auch verlinkt, dann könnt ihr euch da mal rüberklicken. Und mit dem richtigen Stoff, Baumwolljersey übrigens ist das, weiß ich nicht, ob ich das schon gesagt habe, können wir dann endlich loslegen und uns schon mal die Schnittteile anschauen. Alle meine Schnittteile für Baby Body Lou haben eine Nahtzugabe im Schnitt bereits enthalten. Das sind 0,7 cm. Steht auch auf dem Schnitt, dass die schon drin sind. Also da könnt ihr nichts falsch machen beim Zuschneiden. Und das ist natürlich optimiert für die meisten Overlock-Maschinen. Aber ihr könnt trotzdem problemlos mit der Haushaltsmaschine arbeiten, so wie wir das hier machen werden. Und wir beginnen jetzt gleich mit den Bündchenteilen, die wir an den Ausschnitt oben anbringen. Die müssen wir erstmal richtig zuordnen. Das heißt, diese hier können weg, Ärmelbündchen und Ärmel. Die Ärmelbündchen seht ihr im Schnitt auch als Schnittteile enthalten. Die anderen Bündchen, diese Streifen hier, sind das nicht. Die stehen im E-Book als kleine Tabelle drin. Die braucht man auch nicht als Schnittteil, denn da kann man dann einfach mit einem Lineal und einem Rollschneider die richtigen Maße zurechtschneiden. Und die wollen jetzt nur noch richtig zugeordnet werden. Das längste Stück kommt an unser Rückteil unten. Das zweitlängste ans Rückteil, nee, ans Vorderteil unten. Das dritt, nee, das zweitkürzeste kommt an unseren vorderen Ausschnitt. Das ist dieser hier. Und das kürzeste Stück kommt an unseren Rückausschnitt oben. So, die hätten wir damit einmal zugeordnet. Was ich euch noch sagen muss, ist, was ich damit natürlich schon gemacht habe. Ich habe einmal meine Bündchen längs gefaltet.
links auf links. Wenn ihr jetzt genau hinguckt, dann seht ihr hier so kleine Glitzersternchen. Das heißt, eigentlich ist das meine rechte Seite, aber die Sternchen passen mir nicht so ganz ins Konzept, wohingegen ich die Rückseite des Bündchens super finde. Das heißt, ich habe mir hier einfach mal die ungemusterte Seite zur rechten Seite erkoren und lege jetzt das Bündchen links auf links und bügele es. So, und wenn ihr einmal vorbügelt, dann ist das Ganze auch gleich sehr viel einfacher zu verarbeiten. Und wir beginnen jetzt wirklich hier mit dem Vorderbündchen an dem vorderen Ausschnitt. Das heißt, alles andere kann einmal zur Seite. Euer Halsbündchen ist in seiner Länge ein bisschen kürzer als der ganze Ausschnitt hier. Das liegt daran, dass das Bündchen hier ein wenig gedehnt wird, genauer gesagt im unteren Teil des Ausschnittes hier. Also hier oben brauchen wir gar nicht zu dehnen, hier unten ein bisschen mehr. Damit man das halbwegs gleichmäßig verteilt, habe ich mir vorgenommen, dass ich schon mal drei Stellen fixiere, und zwar hier oben und einmal die Mitte. Meine Mitte kann ich jetzt hier noch durch eine Markierung, die ich vorher hatte, erkennen. Ansonsten könnt ihr euch hier einmal, wenn ihr das Ganze faltet, die Mitte markieren. Mit dem Bündchen kann man das genauso machen, einfach einmal falten und dann habt ihr die Mitte auch schon herausgefunden. Und die kommt jetzt einmal hier auch an meine Mitte rechts auf rechts. Die Enden kann ich auch schon feststecken. Und dann verteile ich mir die übrige Länge hier eben auf dieser Strecke. Oben soll, wie gesagt, nicht gedehnt werden. Im E-Book seht ihr das auch nochmal sehr schön gelöst mit so ein paar Streifen, die da einfach eingezeichnet sind. Das heißt, hier lege ich das Ganze nur glatt an, bis ich einmal um die Kurve bin. So, das ist jetzt ein Fest der Stecknadeln, aber je mehr Nadeln ihr steckt, umso sicherer seid ihr, dass das Ganze eben gut und auch an den richtigen Stellen gedehnt wird und dann gut sitzt. Mir ist die eine Naht hier jetzt ein bisschen wenig. Das heißt, bevor ich damit an die Nähmaschine gehe, mache ich mich direkt noch an mein Rückteil und bringe eben auch das Rückbündchen mit an. Auch da ist es das gleiche Spiel wie eben. Hier oben sollten wir lieber nicht dehnen, hier unten dürfen wir ein bisschen dehnen. Insgesamt mit der kürzeren Strecke ist es aber doch ein bisschen leichter. Mit diesen beiden Strecken geht es jetzt einmal an die Nähmaschine. Wie gesagt, Haushaltsnähmaschine, und ich habe noch meinen Obertransportfuß eingesetzt. Und wir nähen jetzt hier mit einer elastischen Jerseynaht oder eben mit dem Zickzack, wenn ihr keine Jerseynaht habt, eine Naht einmal von einem Ende zum nächsten. 0,7 cm Nahtzugabe stecken drin. So schaut der Spaß jetzt aus. Hier habe ich schon einmal drüber gebügelt und ihr könnt gut sehen, wie sich eben dieses Stück legt. Ich hätte sogar hier unten noch ein bisschen mehr dehnen können im Nachhinein, aber das Ganze wird sich verlieren, wenn wir den Babybody dann hier an den Schultern zu Ende nähen, und dann seht ihr, dass auch das sich wunderbar legt. Hier habe ich noch nicht gebügelt, das wollte ich euch nur noch mal zeigen. So sieht das Ganze dann aus, und alles, was passiert ist, dass ich jetzt beim Bügeln hier einmal das Bündchen nach innen klappe, so. Und dann seht ihr auch hier schon, wie die Form entsteht, die wir haben wollen. Und hier wird dann eben einmal sauber ausgebügelt. Auch bei Jersey lohnt sich das nämlich sehr. Im nächsten Schritt könnt ihr wieder eine Turbo-Variante oder eine etwas langsamere nehmen. Wir gehen hier mit der langsameren. Es geht jetzt darum, dass die Schultern zusammengebracht werden. So. Und dann könntet ihr natürlich auch direkt die Ärmel schon mit annähen. Das werden wir jetzt hier nicht machen, weil wir lieber erstmal einmal so zusammensteppen. Aber ich werde euch zeigen, wie ihr das machen könntet, wenn ihr wolltet. Beim amerikanischen Ausschnitt ist das Stück ja so gelegt, ich lege es euch jetzt hier wirklich mal so, wie es aussehen soll am Ende, dass das Unterteil, also das Hinterteil, auf das Vorderteil so ein bisschen drauf guckt. So. Und dann haben wir hier eben diese Ausschnitte, die so ein bisschen ineinander übergehen. Auf der anderen Seite genauso, also der wird hier so ein bisschen nach vorne geklappt, so. Und dann verschwindet der eine in dem anderen. Und so entsteht eben diese Mehrweite, die ihr später habt, die aber jetzt keinen größeren Ausschnitt daraus macht. Diese Breiten müssen richtig festgelegt werden. Und dafür gibt es im E-Book für Baby Body Lou die richtigen Knipse. Und die habe ich vorhin auch mit übertragen. Die sind hier ganz, ganz klein. Da braucht ihr wirklich nicht viel. Ihr müsst sie nur einmal erkennen. Auf beiden Seiten sind auf beiden Schnittteilen. Und hier werden jetzt die Knipse zusammengebracht. Die legt ihr einfach übereinander und dann könnt ihr die kleine Strecke, die hier entsteht, wenn die Knipse aufeinander liegen, schon mal zusammenstecken. Wichtig ist, dass auf beiden Stücken die Bündchenstoffe so gebügelt bleiben, wie wir sie eben gebügelt haben. Also so richtig rum, wenn man so will. Ihr könnt den hier auf der Vorderseite noch mal ganz um die Kurve ziehen, dass wir hier wie eine Gerade haben. So, und damit es richtig klappt, stecke ich mir jetzt erst einmal die
knipse aufeinander, da stecke ich meine erste Nadel und dann gehe ich in beide Richtungen vor. Das gleiche Spiel braucht ihr natürlich auch auf der anderen Seite. Da habt ihr ja auch kleine Knipse, die werden einfach aufeinander gelegt. Die langsame Variante ist jetzt die, dass ihr mit genau diesen Stellen, also diese kleinen Strecken, die wir eben gesteckt haben, einmal an die Nähmaschine geht. Das muss jetzt überhaupt nicht schön aussehen, da eignet sich wirklich eine ganz knappkantige Naht, kann auch einfach ein Geradstich sein hier, der muss noch nicht mehr elastisch sein. Und den setzt ihr einfach hier so, dass ihr die beiden Stücke miteinander verbindet, sodass wir dann die Ärmel ansetzen können. Wenn ihr geübte Näherinnen seid, dann könnt ihr hier ruhig auch schon mal einen Schritt mehr machen und könnt euch die Ärmel zur Hand nehmen, die auch direkt mit anstecken und dann nähen. Ich würde sagen, wir machen mal einen Ärmel ohne, einen mit, also dieser Hilfsnaht, und dann können wir gemeinsam gucken, was besser aussieht und was vielleicht auch ein bisschen leichter war. Dadurch, dass die Ärmel auch im Bruch zugeschnitten sind, sind sie einmal hier oben gespiegelt. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht gucken, welche Richtung wohin kommt und kann einfach meine Ärmel zusammenstecken. Und jetzt müsste nämlich meine Schulternaht auch genau auf den Knipsen liegen, also meine Mitte der Schulter. Das ist hier im Jersey einmal die Falte und hier ist es einmal genau der Knick und da kann ich die Nadel nochmal mit durchstecken. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich muss einmal richtig zusammenfalten, was ich hier gemacht habe. Ihr seht, nähen lässt sich der Spaß so oder so ganz gut. Auch hier die paar Schichten, die sind zwar im ersten Moment ein bisschen fummelig, aber das klappt alles ganz toll und hier ist nichts flöten gegangen oder so. Also hier passt der Ausschnitt, wie er soll, und der Ärmel hat den perfekt so mitgenommen. Und auf der anderen Seite ist erstmal nur die kleine Naht, mit der ich das Ganze zusammengenäht habe. Da werde ich jetzt gleich noch den Ärmel hinzufügen. Was man jetzt hier von rechts nicht sieht, aber von links, und das liegt auch ein bisschen daran, dass ich mit der Haushaltsmaschine und nicht mit der Overlock arbeite, ist, dass diese kleinen Bündchenstücke jetzt hier noch so ein bisschen Kraut- und Rübenmäßig abstehen. Das braucht ihr so nicht zu lassen. Ich habe ja hier mit meinem Jersey nicht vor zu versäubern. Das muss man ja bei Jersey nicht. Das heißt, ich kann da einfach einmal ein bisschen abschneiden und das kürzen. Und dann passiert da nichts weiter. Mit der Overlock würde das natürlich einmal schön abgeschnitten und eingefasst werden. Das ist natürlich dann von innen nochmal ein ganz anderer Look, den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, wenn ihr eine Overlock da habt. Aber es geht auch so. So, und wenn ich dann gleich alle Faden abgeschnitten und auch den zweiten Ärmel eingesetzt habe, können wir weitermachen und schon mal die Seitennähte schließen. Der zweite Ärmel ist auch dran und auch hier kann ich die Überstände noch ein bisschen abschneiden und dann gehen wir weiter und schließen die Seitennähte. Im E-Book ist das in einer etwas anderen Reihenfolge gemacht, weil da die unteren Bündchen auch angenäht werden und dann später einfach geschlossen werden mit den Seitennähten. Ich möchte das hier ein bisschen anders machen, ein bisschen unsichtbarer. Ihr werdet sehen, was ich meine. Ich möchte nämlich hier unten dann das Ganze zusammennähen, also die Seite so schließen und dann hier das Bündchen, was hier rankommt, im Ring schließen. Das hat den Vorteil, dass dann hier keine Nahtzugabe rausguckt. Seht ihr dann gleich. Damit das aber alles passt, müssen erstmal die Seitennähte geschlossen werden. Und dafür können wir einfach vom Armbund einmal hier über die Achsel bis nach unten gehen. Natürlich rechts auf rechts und das natürlich auch gleich auf beiden Seiten. Dann haben wir es alles einmal. Wie immer starte ich hier mit dem Zusammenstecken direkt in der Achselnaht, weil ich so sicher gehen kann, dass meine beiden Ärmelnähte, die hier zusammentreffen, auch wirklich sauber mittig zusammentreffen. Also die könnt ihr so aufeinanderlegen, die Nahtzugaben einfach in zwei verschiedene Richtungen legen und dann dort die erste Nadel setzen und euch nach links und rechts vorarbeiten. Das Ganze sieht doch schon richtig zauberhaft aus und jetzt können wir uns eben hier an diesen unteren Ausschnitt ranmachen. Die Ärmelbündchen kommen ganz zum Schluss und hier habe ich ja gesagt, will ich in der Runde schließen. Das heißt, als nächstes brauche ich erstmal meine beiden Bündchenstreifen für hier unten und schließe die zu einer Runde. Das Vorgebügelte hat sich wieder ein bisschen aufgeklappt, aber das ist gar nicht so dramatisch, denn jetzt können wir einfacher rechts auf rechts den ganzen Spaß zusammenlegen und das an beiden Enden. Diese Nähte könnt ihr jetzt ganz einfach mit einem normalen Geradstich zusammennähen. Einmal frisch gebügelt nach dem Nähen sieht das Ganze so aus. Ich zeige euch nochmal, wie ich gebügelt habe. Ich habe einmal meine Naht, die natürlich so rechts auf rechts war, auseinandergebügelt und dann das Ganze wieder links auf links gelegt. Und so haben wir jetzt eben diesen ganzen
Kreis, also diese beiden Bündchenstücke zu einem Kreis geschlossen. Und jetzt ist hier wichtig, dass wir diese Nähte nicht aus den Augen verlieren, denn diese Nähte markieren uns unsere beiden Seitenteile. Und anhand derer können wir direkt schon einmal diese beiden Seiten feststecken und uns dann drumherum arbeiten. Wir stecken natürlich wieder rechts auf rechts und ich kann hier eben beginnen mit meinem kurzen Stück für die Vorderseite. So, und jetzt haben wir hier zwei Richtungen zu stecken. Und auch hier gibt es im E-Book für Baby Body Lou wieder eine kleine Hilfe, einen kleinen Hinweis, wie der ganze Spaß gesteckt werden soll. Nämlich, dass hier an diesem unteren Kreis, dieser Rundung, ein bisschen mehr gedehnt werden muss und hier an den Beinen eben nicht so viel. Ich sehe jetzt hier aber, dass die Strecke doch wirklich relativ gut passt. Das heißt, ich werde jetzt erstmal so nach Gefühl stecken und gar nicht dolle dehnen und dann können wir weitersehen. Im Großen und Ganzen scheint mir hier unten das Bündchen wirklich ein bisschen großzügiger als vorne beim Hals, weil hier passt das alles sehr, sehr gut und legt sich eben sehr schön, so wie es soll, sodass wir jetzt eben von der Vorderseite uns an die Rückseite vorarbeiten können. Und auch hier werde ich jetzt wieder die Seiten entlang gehen und dann hier unten so ein bisschen gucken, wie es alles passt. Falls ihr euch übrigens wundert, warum ich das ganze Stück die ganze Zeit so hin und her drehe, ich lege es mir immer so, dass ich halbwegs bequem die Nadeln auch in Nährichtung stecken kann. Es ist nicht immer ergonomisch, was ich hier mache für euch an der Kamera, aber damit die Nadeln schon mal in der richtigen Richtung liegen, drehe ich mir dann lieber das Stück, als mich zu verrenken. So, und auch hier passt das alles sehr, sehr schön und ihr seht, dass eben jetzt dieser gesamte Kreis, also diese ganze Öffnung, so wie sie hier liegt, einmal als Kreis zusammengeschlossen werden kann. Und das hat dann eben den schönen Vorteil, dass wir hier, sobald das Ganze geschlossen ist, diesen Abschluss sehen. Also wir sehen dann hier nur diese Kante. Hätten wir das Ganze nicht im Kreis gemacht, würden wir hier die Nahtzugaben, also auf der linken Seite, die Nahtzugaben des Bündchens sehen. Und die sind aber so komplett im Bündchen versteckt. Finde ich, ist auch ein sehr schöner Abschluss. Wenn es schneller gehen soll, dann macht lieber die Teile einzeln und spart euch den Kreis, weil der Kreis ist ein bisschen anstrengender festzustecken. So oder so geht es jetzt mit diesem Kreis hier einmal an die Nähmaschine, wie gehabt mit einem elastischen Stich, wieder 0,7 cm Nahtzugabe, alles einmal zusammensteppen. Damit es richtig viel Spaß macht, das Stück anzuschauen, habe ich direkt einmal gebügelt. Und zwar einmal hier oben, ihr seht, es legt sich alles ganz wunderbar. Und wenn das dann auch noch ein kleiner Mensch anhat, dann sitzt das alles noch viel mehr, so wie es soll. Und hier unten, hoppla, ist auch alles einmal gebügelt. Und ihr seht, wie sich der ganze Spaß wunderbar so legt, wie er soll. Was ihr auch seht, ist, dass hier diese ganzen offenen Kanten stehen. Das ist, wie gesagt, bei Jerseys überhaupt kein Problem, weil die sowieso nicht ausfransen. Das ist quasi durch diese Schlingentechnik beim gestrickten Jersey eh schon versäubert. Das heißt, da müssen wir nichts weiter machen. Wenn euch dieser Look nicht gefällt, wie gesagt, dann ran an die Overlock mit euch. Oder ihr könnt natürlich auch hier nochmal mit dem Zickzack drüber versäubern, aber notwendig ist es nicht. Dieser ganze Spaß wird dann hier später noch festgesteckt. Da muss ich gleich nochmal gucken, wo welche Knöpfe hinkommen oder ob es da irgendwie eine Policy gibt. Aber bevor wir uns hier an die Knöpfchen machen, machen wir unseren letzten Nähschritt und zwar die Ärmelbündchen. Die sind nämlich noch offen, die habe ich hier liegen und die werden ganz normal wie Ärmelbündchen eben gemacht werden, eingenäht. Und dafür legt ihr erstmal die beiden Bündchen rechts auf rechts und näht sie zum Kreis zusammen und dann werden sie einfach eingenäht. Das mache ich jetzt eben im Schnelldurchlauf. Wenn ihr das nochmal im Detail sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich dazu auch nochmal ein ganz detailliertes Video. Auch die Ärmel sind dran. Hier habe ich noch ein paar Fäden abzuschneiden und dann können wir uns an die Druckknöpfe machen. Hier habe ich ein paar Druckknöpfe vorbereitet. Es sind ganz normale Jersey-Druckknöpfe. Das Wichtige daran ist, dass die eben nicht ausgeleiert werden aus dem elastischen Jersey. Warum das so klappt, habe ich für euch verlinkt unter diesem Video. Das haben wir nämlich schon mal im Nählexikon besprochen. Und die Dinger
werden jetzt hier angebracht und zwar werden das genau 2 Stück. Laut E-Book kommt die untere Klappe über die obere. Das heißt, hier sucht ihr euch jetzt die Mitte. Am besten legt ihr das einmal alles schön gerade und dann könnt ihr eure beiden Knöpfchen hier oben schon einmal anbringen. Und so schnell ist der Babybody dann auch fertig. Hier nochmal in der ganzen Ansicht, das ist Babybody Lou. Und ja, ich finde ihn immer noch ganz schön, auch mit den Druckknöpfen hier unten. Ganz tolles Ding und wirklich auch mit diesem süßen Panel eine sehr schöne Sache. Ich habe jetzt im Nachhinein gedacht, ich hatte jetzt noch niemanden, der das Ding hier mal Probe tragen könnte, um zu gucken, wie es sitzt. Ich habe überlegt, ob ich nicht hier und da das Bündchen ein bisschen mehr hätte ziehen können. Also wenn ihr Kinder zu Hause habt, die auch vielleicht schon sowas im Schrank haben, dann schaut da doch mal rein, ob nicht eventuell hier unten gerade diese Bündchen noch ein bisschen straffer sitzen könnten. Ich habe das jetzt hier nach Schnittmuster gemacht. Ich habe da nicht so viel Erfahrung, wie das sitzen muss. Dementsprechend könnt ihr mir gerne Feedback dazu geben, ob das für euch richtig aussieht oder nicht. Ich finde, es sieht gut aus, aber es fühlt sich ein bisschen locker an. Lasst mich das gerne in den Kommentaren wissen und lasst mich gerne wissen, ob ihr noch mehr Kinderprojekte sehen wollt, so wie das oder für noch kleinere Kinder oder noch größere Kinder oder was ihr hier noch gerne im Channel haben wollt. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin für euch alles, was ihr braucht, unter dem Video verlinkt und ganz weit unten auch der kleine Gutscheincode, den ich für euch immer ganz unten verstecke, mit 10% auf ausgewählte Materialien bei uns im Shop. Alles da, klickt euch dann gern rüber zu makegris.de und dann hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal hier wiedersehen. Tschüssi!